Herzlich willkommen zum 9. Part der Photoshop Grundkursreihe. In diesem Video geht es um die Actions bzw. Aktionen. Ja, was sind die Aktionen? Ich kannte sie auch noch nicht lange, aber sie sind so, ja. Beziehungsweise für Leute, die fast keine Ahnung von Photoshop haben, ist das so einfach und perfekt. Grundsätzlich, ihr könnt hier unter Fenster die Aktion einstellen, beziehungsweise hier unter Actions im Englischen. Bei mir habe ich sie immer hier auf diesem Play-Button an der Seite. Vorab Aktionen habe ich mir alle aus dem Internet heruntergeladen. Ich weiß, ich glaube, man kann sie auch neue hier erstellen. Würde ich nicht raten, für Anfänger ladet euch im Internet welche runter. Könnt ihr ein bisschen googeln. Es gibt für wenig Geld, ich glaube für 5 Dollar gibt es auf Envato. Ich packe euch mal ein paar Links in die Videobeschreibung von den Sachen, die ich jetzt habe. So geile Actions. Was sind Actions? Actions sind sowas wie Makros, wenn euch das etwas sagt. Makros sind am PC Tasten. Es ist eine Tastenabfolge, das heißt, ihr drückt drauf und es werden bestimmte Tasten quasi virtuell gedrückt. Also ihr müsst nicht auf der Tastatur tippen, sondern sie werden virtuell getippt quasi. So ähnlich kann man das in Photoshop aussehen. Das ist quasi eine Reihe von Abläufen, die Photoshop macht und dadurch halt Effekte erzielt quasi. Ich habe hier ein paar coole runtergeladen. Ich habe jetzt hier ein Bild von einer Frau und ich habe hier noch ein Bild von einem Berg mit einem lila Baum. Ich ziehe mal das Bild hier auf die Frau drauf. So als Beispiel, das ist ein Effekt. Müsst ihr halt immer schauen, wie man den Effekt bedient. Und grundsätzlich, warum ihr auch hier seht, dass mein ganzes Dings auf Englisch ist, es funktioniert meistens nur auf Englisch. Weil es Ebenen erstellt und im Deutschen erstellt es dann Ebenen, im Englischen Layer und dann sind die Actions total verwirrt. Deswegen, wenn ihr Actions nutzt, bitte stellt sie auf Englisch. So. Dann müsst ihr halt schauen, wie ihr euch die Ebene benennt. Ich glaube, ich muss die einfach Layer 1 lassen, soviel ich weiß. Wir werden es gleich sehen, sonst kommt da eine Warnung. Und ich habe hier den Double Exposure Photo. Das dauert immer ein bisschen. Ich würde euch raten, drückt es an. Dann seht ihr hier schön alle Abläufe, die gemacht werden. Und euch wird auch gerade angezeigt, welcher es ist. Wenn ihr auf den Ordner drückt, seht ihr es nicht und müsst halt abwarten. Ich finde es so ein bisschen einfacher, übersichtlicher. Drückt einfach unten auf was? Wieso nicht? Wir machen es jetzt einfach mit einem anderen Layer. Ich wollte euch das hier eigentlich zeigen, weil ich das mega cool finde. Wir machen das jetzt mit einem anderen. Wir machen das jetzt mit Schimmer. Wir erstellen eine neue Ebene. Die nennen wir Brush. Müsst ihr im Deutschen auch Brush nennen. Ihr müsst sowieso euer Programm für diesen Effekt umstellen. Jetzt markieren wir alles, beziehungsweise die Frau, die wir noch klar am Schluss erkennen wollen. So, ja, das, so, und dann fangen wir hier an, auf Schimmer zu drücken. Jetzt läuft es hier alles durch, wir müssen abwarten, bis es komplett unten ist. Ich erkläre noch kurz, was Schimmer macht. Schimmer ist ein Effekt, der quasi um die Person herum Lichteffekte, ich würde sie Lichteffekte nennen, packt und so das Bild quasi verschönert. Ich mache hier einen kurzen Cut. Wir sehen uns, wenn der Effekt fertig ist. Ihr seht jetzt hier läuft alles runter. Hier ist der Balken, wenn der ganz unten ist quasi, ist der Schimmer fertig. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Schimmer fertig ist. We'll be right back.
Und da ist es fertig. Ihr seht, wie krass es einfach aussieht, verändert. Kann ich das noch irgendwie doppelt öffnen? Ich glaube. Oh, ja. Auf jeden Fall, ihr seht, das ist eine Action. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, was man alles machen kann. Ich habe hier noch einen zum Auflösen. Wir gehen jetzt einfach mal auf Envato. Dort drückt ihr einfach auf Envato. Ich packe euch mal einen Link in die Videobeschreibung zu dem, was ich meinte. Das war es auf jeden Fall nicht, was ich meinte. Ich meinte den Market. Ja, dann geht ihr hier auf Graphic River. Und hier unter Popular Items findet ihr, glaube ich, sogar hier. Das ist das, was ich euch eigentlich vorhin zeigen wollte. Kostet nur 5 Dollar und ihr könnt hier quasi Bilder ineinander kopieren. Ihr seht, wie cool das aussieht und ihr müsst dafür nichts machen. Ihr müsst nur darauf achten, dass es richtig benannt ist. Aber da steht meistens dabei, meistens ein Videotutorial dabei. Ihr seht jetzt hier einige Beispiele, wie es aussehen könnte. Und könnt ihr hier zum Beispiel aufs Video drücken, dann werdet ihr hier auf ein YouTube-Video weitergeleitet, wo ihr dann quasi erklärt bekommt, wie das funktioniert alles. Kurzes Tutorial, wie ihr sehen könnt. Ihr müsst quasi einfach nur hier das Bild oben reinpacken. Das als Image benennen anscheinend. Wir können es ja gerade mal ausprobieren. Wir haben hier das Bild. Packen diese Person hier rein. So. Dann muss natürlich die Person, die ihr nutzen wollt, in den Hintergrund. Und das nennt ihr Image. Und dann könnt ihr quasi wieder auf Play drücken. Ein Double Dings. Und das funktioniert. Keine Ahnung, was für mich gerade los ist. Ihr schaut euch irgendwann das Tutorial dazu an. Meistens gibt es da so ein Tutorial oder ihr schaut auf anderen Blogs tun das bestimmt auch vermarkten, wo ihr dann auch es schriftlich haben könnt. Also es ist ziemlich einfach. Man muss halt immer darauf achten, dass die Sachen richtig benannt sind, dass man das Programm in der richtigen Sprache hat und dass man alles quasi richtig eingestellt hat. Und das braucht man noch ein bisschen Zeit. Kommt drauf an, wie aufwendig die Layer sind, Effekte sind. Das hier ist einer meiner aufwendigsten. Und das ging eigentlich noch von der Zeit. Ich glaube, 10 Minuten hat das jetzt gedauert. Also es geht relativ schnell. Also probiert es einfach mal selbst aus, ladet euch einen runter. Ihr könnt einfach im Internet googeln. Vielleicht packe ich einen unten in die Videobeschreibung, vermutlich nicht, weil ich zu faul bin, das rauszugoogeln. Aber ich packe euch einen Link zum Envato-Markt rein, wo ihr diese verschiedene Sachen seht, die relativ günstig sind. Ich hoffe, ihr se sehen uns im nächsten Video, weil das ist das letzte Video dann von der Photoshop-Reihe leider. Keine Sorge, es gibt während bei ab. Gestern gab es schon auf dem Kanal den Illustrator-Grundkurs. Schaut da mal vorbei, wenn ihr mehr über Illustrator wissen wollt und generell alles übersichtlich und verpackt haben wollt. Schaut auf die Website vorbei, die natürlich auch unten verlinkt ist. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne bewerten und schreibt mal eure Meinung zu den Actions bzw. Aktionen unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, euer Crazy Game.